Schöne Grüße, Team Mittagsaktiv. Wir sind drinne. Season 4 geht los. Wir schauen uns alles neu an. Die Trailer-Reaction, sowohl für den Story-Trailer als auch Battle Pass-Trailer, haben wir schon durchgekaut. Dazu habe ich ein eigenes Video, deswegen skippe ich das ganz kurz. Ich finde diesen Trailer und die Musik und den Cut immer noch mega nice. Wir haben hier einen absolut insanen 27-Stunden-Stream. Ich bin jetzt seit 27 Stunden durchgehend live. 3 Stunden sind noch offen. Wir hatten 13.000 Zuschauer hier bei einem toten Game ohne Hype. Ist hier wieder eine komplette Eskalation gewesen. Und an dieser Stelle kann ich einfach nur dickes Handherz an jeden Einzelnen, egal ob von YouTube, egal ob von Twitch, nur Twitch-Zuschauer, vielleicht auch TikTok-Zuschauer, egal wer zusammengekommen ist, die Season bringt uns zusammen. Und deswegen kicken wir in die neue Season auch zusammen rein. Fortnite Crew schaltet auch direkt im Battle Pass frei. Deswegen sage ich euch immer wieder vor der Season das einzutragen. Das sieht komisch aus. Ich finde, das sieht komisch aus. Erinnert mich ein bisschen an tatsächlich an Samus Aran, so in der unterschiedlichen Zero-Suit-Variante, ne? Blonde Haare, einfach nur ein Anzug. Weil das ist Paradigma, gespielt von Brie Larson. Realität 659. Das ist ihr Anzug, den sie in Realität 659 benutzt. Diese Realität hat sie auch im Trailer besucht. Aber das ist Teil eines anderen Videos. Das werden wir uns auch natürlich anschauen. Gerne Abo-Button und Glocke reinhauen, um die 822.000 zu knacken. Direkt den nächsten Step. Es würde mich freuen. Ein Like-Button. Natürlich, um den Algorithmus zu supporten. Und es bedeutet mir viel natürlich und den Algorithmus genauso, um das Ganze zu unterstützen. So, wir holen uns erstmal die Sterne rein. Für die Leute, die kein Fortnite-Crew haben, tragen natürlich gerne jetzt noch zum allerletzten Mal den Creator-Code HeyStunny ein, bevor ich den Battle Pass auf irgendeiner Weise holt. Shop-technisch haben wir absolut gar nichts Neues. Na, das wird sich erst in den nächsten Tagen lösen, genauso wie neue Fortnite-Crew-Geschichten. Karriere, neue Achievements am Start, V-Bucks normal, spinnt erstmal nichts Neues. Wettkampf gibt's erstmal auch nichts Neues, außer der Cypher PK Ikonen-Cup, wo ihr euch ein paar Gratis-Items holen könnt. Und zwar am 21.09. um 19 Uhr werdet ihr tatsächlich mit 8 Punkten sein Emoji freischalten können. Neben seinem Emoji gibt es aber noch ein weiteres Gratis-Item, was standaktuell sofort freischaltbar ist. Und das ist in seinem Livestream. In seinem Livestream CypherPK auf Twitch könnt ihr eine Stunde lang seinen Stream zugucken und dabei die Gratis-Waffenlackierung freischalten. Ist ja jetzt aktuell das Drop-System, ne? Und hier seht ihr, hier ist der Fortschritt für die Waffenlackierung für die Dark Dragon Wrap. Das geht nur auf seinem Livestream und das geht auch nur bis zum 22.09. September. Merkt euch das, holt euch die Gratis-Items, solange es geht. Deswegen einmal nochmal runtergeradet. Battle Pass technisch. Alright. Battle Pass technisch muss ich sagen, in meinen Augen, der beste Chapter 3 Battle Pass bisher. Nicht vielleicht der beste Battle Pass überhaupt, aber für Chapter 3, mega cool. Alleine die Vorboten. Und das ist schon mega nice. Die Vorboten von wem? Auf Englisch ist ihr Name Herold. Und Herold gibt es eigentlich auch im Deutschen und ist eigentlich halt die Übersetzung Vorbote. Ja, der Vorbote eines größeren Unheils, eines Messias, eines Gottes oder einem größeren Wesen. Das heißt, sie ist auch nur in Lakai, die gerade erst vorgedrescht ist. Und da gibt es natürlich mehrere Optionen. Die Vorbotin von Geno ist ein guter Kandidat, wegen Chrom. Weil Chrom und die Würfelkönigin verbinde ich nicht so. Ist aber auch Teil eines anderen Videos, werden wir auch noch irgendwann analysieren. Schauen wir uns erstmal den Battle Pass ganz schnell an. Ne? Hier ist die Spitzhacke von Paradigma, Mondverteidiger, weil die auf dem Eismond war. Hier haben wir Chromidas, wie ich den nenne. Der heißt einfach nur Bites. Ich glaube aber nicht, dass er aber Items in Chrom verwandelt, wenn er die anfasst. Also anders als Midas der Fall war. Die Spitzhacke ist auch exklusiv für ihn, die dann halt so sich verwandelt. Sehr nice. Paradigma hat unterschiedliche Stile, genauso wie Bites. Bites ist eigentlich auch cool. Der Teddy ist auch irgendwie eine mega lustige Idee. Ihr kennt den Teddy aus den geleakten Dateien. Und erinnert ihr euch noch an einen geleakten Fall, der gesagt hat, dass der Teddy tatsächlich im Battle Pass sein wird? Na, mit einer Sache hat er auf jeden Fall recht. Ist vielleicht auch ein Teil für ein anderes Video. Spitzhacke mit Jacke finde ich tatsächlich der coolere Stil für Bites. Ne? Die Jacke ist cool. Teenie Muskelkater nennt sich Knochenkatze. Nice. Mit dem Emote, mit dem Laserpointer. Okay, das ist cool. Nice, ne? Die gefällt mir auch. Lennox Rose schmeckt auch. Ne, mega nice Anime-Skin, finde ich. Ist cool designed. Hat auch einen etwas milderen Anime-Look, sage ich mal, ne? Nicht so krass. Hat auch unterschiedliche Stile. Und Paradigma hat dann auch ihren Mondbasis-Anzug dann auf Level oder Seite 7. Dann haben wir den Boy hier. Der Twin ist in meinen Augen der langweiligste von den allen. Ist wirklich der langweiligste Skin, glaube ich, in den allen. Ach, die kann sich verwandeln. Ich habe nichts gesagt. Twin ist wie bei Season 7, dieser eine Skin, dieser Alien-Skin, der sich verwandeln kann und so weiter, ne? Okay, dann hat ihr doch noch einen coolen Stil. Interessant. Und Spider-Gwen. Mega sweet. Mua.
Mega nice, ne? Ich habe schon vor einigen Monaten Spider-Gwen als Skin erstellt durch meine Presets. Und zwar durch die Superhelden-Skins und so weiter, habe ich mir meine eigene Spider-Gwen damals gemacht. Ne? Als damals noch Season 4 Chapter 2 rauskam, auch schon knapp 2 Jahre her. Und jetzt endlich Spider-Gwen auch offiziell im Battle Pass drin. Belohnungen, weitere Stile, einfach weitere Geschichten. Und Spider-Gwen und Gwen Stacy tatsächlich ohne Kapuze. Sieht nochmal nice aus. I like. Also wirklich 1:1 aus Spider-Verse, ne? Die sieht wirklich 1:1 wie aus Spider-Verse aus und gefällt mir. Geiler Stil. Bonus-Stile kommen wahrscheinlich in 2 Wochen rein. Oh, ich habe anscheinend irgendwas gratis bekommen. Für wellige Widersacherin in Limettengrün habe ich jetzt irgendeine neue Variante bekommen. Anscheinend. Keine Ahnung, ob das allgemeingültig für alle ist oder ob ich jetzt irgendwas verpasst habe. Habe ich aber jetzt bekommen. Wisst ihr Bescheid. Und wir sind in the game. Und Map-Änderungstechnisch. Holy moly. Ich würde sagen, eines der krassesten Map-Änderungen, die wir jemals für den Season-Wechsel hatten. Der Biom beim Realitätsbaum komplett ausgetrocknet, Herbstbiom geworden. Wir haben überall fliegende Ballons und wir haben ein neues Chrombiom. Irgendwie ist es ein geiler Name. Chrombiom. Also haben wir wie ein Gegenmittel für irgendwas. Nehmen jetzt noch Chrombiom ein, um immun zu sein für irgendwas. Egal. Lazy Lagoon hat sich geändert und ist jetzt tatsächlich ein neuer Ort, mehr oder weniger, weil dort das Piratenschiff jetzt fliegt, ne? Die haben das Ding einfach angehoben, weil auch dort das Chrom da wieder alles übernimmt. Schwarzherz ist hier auch zu sehen. Soweit, so gut. Die Farben sind auch anders. Fortnite ist nicht mehr so knallig, oder? Kommst du mir nur so vor, oder sind die Fortnite-Farben ein bisschen weniger Sättigung? Ne, es ist nicht mehr so knallig grün, nicht mehr so knallig blau. Alles ein bisschen dunkler geworden oder dumpfer. Kommt mir so vor, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ne? Hier haben wir Sanctuary und es wurde komplett verchromt. Und es gibt einen Chrom-Tornado, der tatsächlich fest ist. Hier ist das Symbol, fest auf der Karte und so weiter. Und ansonsten fast alles eingenommen und das ist der Tempel der Vorboten. Die hat hier ihr Schloss errichtet, um auf jemanden zu warten. Der Chrom-Tornado eskaliert komplett. Oh, man verwandelt sich auch direkt in Chrom, wenn man da reingeht. Okay. Mit linker Umschalttaste kann ich zum Blob werden. Ne, das ist fake. Kann ich nicht. Wahrscheinlich nur auf dem Boden, oder? Wahrscheinlich nur auf dem Boden. Ansonsten ganz normale Tornado-Mechanics, wie bei den anderen Tornados auch. Nur, dass er halt stationär ist. Ich guck mal, ob ich hier zum Blob werden kann. Das steht halt direkt unter meiner Facecam. Ja, kann ich. Splatoon lässt grüßen. Alle, die Splatoon kennen. Oha. Okay, das ist nur im Kampflabor so hoch. Okay, weil ich im Kampflabor bin. Kann man tatsächlich hier echt krasse Mobility raushauen als Blob. Ach, man kann überall, nicht nur da, wo Chrom ist. Man kann überall als Blob sein. Aber solange man ihn sich in Chrom verwandelt, ne, soweit es aussieht. Alter, das wird krasse Mobility leisten. Und daher verschwindet auch der Chrom-Effekt und dann geht das nicht mehr. Okay, sehr interessante Mechanik. Das ist halt das, was wir in den Leak-Dateien hatten mit dem im Sand versinken, im Chrom versinken und so weiter, ne. Ich glaube, man kann auch irgendwie durch Chromwände gehen. Und zwar so. Oha! Oha! Yo, what? Junge, wie geil. Okay, solange man quasi ein Chromblob ist, kann man tatsächlich durch Gebäude hindurchgehen. Das ist wie eine Schattenbombe tatsächlich. Interessant. Okay. Nehmen wir auch nochmal mit rein. Neues Feature. Das ist das jetzt, was sie als neue Mechanik reingebracht haben. Der Tempel. Der Tempel. Wir müssen auch noch die neuen Waffen auschecken. Oh, Chromtruhe, oder? Ja, eines der neuen Chromtruhen. Und da drinnen haben wir tatsächlich eine neue Chrom-Shotgun. Nennt sich Evo Chrom. Shotgun hat ein eher breites Pelletsmuster, ne? Also es schießt echt so in eine Breite. Das Besondere an der Shotgun ist aber tatsächlich, es entwickelt sich weiter. Desto mehr Damage du machst, desto mehr steigt es in der Seltenheitsstufe auf. Dann auf Blau, dann auf Lila, dann auf Legendär und dann auch halt auf Mythisch irgendwann. Diese Entwicklungsstufe seht ihr tatsächlich bei dem HUD unten rechts. Dieser eine Balken da neben den Sternen. Das ist ein Balken neben den Sternen, der wird jetzt langsam voll. Wenn ich jetzt Schaden an irgendwelchen Sachen hinzufüge, wird dann die Waffe geupgradet. Das Ganze gibt es dann auch tatsächlich für die AR. Es gibt nochmal eine AR, die genau die gleichen Mechanics hat. Und es gibt die schallgedämpfte MP. Fest im Lootpool jetzt. Okay, war nur eine wilde Woche, aber die ist jetzt fest im Lootpool integriert. Greifhandschuh. Nee, kein Greifhandschuh. Chromschleim. Da ist auch noch die neue AR, die nehme ich auch mal mit. Und Chromschleim nehme ich doch mal auch gerne mal mit, ne? Um mal auszuprobieren. Zusätzlich zum Lootpool gibt es auch noch folgende Waffe. Hebelschrotflinte, unwanted. Schnellfeuer-MP, unwanted. Und Repetier-Jagdgewehr. Das Besondere beim Repetier-Jagdgewehr tatsächlich, es macht 270 Damage auf Head. Das heißt,
heißt, One-Shot, Headshot ist möglich. Ne, mal Zweier Multiplikator. Das Ganze brettert dann nochmal rein. Die SMG ist auch drin und ich glaube, die Stinger SMG ist gewollt. Zumindest habe ich die jetzt nicht ein einziges Mal gefunden. Und die Hebelschrotflinte als Shotgun ist natürlich auch drin. Oh, interessanter Lootpool, muss ich sagen. Bisschen gemixt. Ich glaube wirklich, Stinger ist weg, ne? Könnte sein, dass das hier... dass das die neue alte Stinger ist. Lädt nur halt 10-mal schneller nach als die Stinger, von daher weiß man nicht. Falls ihr euch fragt, ja, man kann Lamas tatsächlich verchromen. Seht ihr? Und danach gibt es auch noch tatsächlich Schlüsseln. Die brauchen wir für ein paar neue Tresore. Da bräuchte ich aber noch einen zweiten. Da muss ich erstmal Glück haben. So, nachdem man zwei Schlüssel hat, so wie ich hier. Zack. Ne. Zack, zwei gesteckt. Kann man tatsächlich zu einigen Tresoren gehen. Zum Beispiel wie hier bei Tilted. Hier gibt es einen Tresor mit einem Schlüssel. Tatsächlich, ne? Bei Tilted werden aber zwei Schlüssel angezeigt. Seht ihr das? Das ist ein Unterschied. Das sind zwei Schlüssellöcher. Hier ist nur ein Schlüsselloch. Hier oben ist ein Schlüsselloch. Bei Rave Cave sind zwei Schlüssellöcher. Also bei den größeren Orten sind tatsächlich größere Tresore vorhanden. Hier ist auch ein Zweier Schlüssel. Ihr seht es also gut verteilt. Gibt es jetzt tatsächlich neue Tresormechanics? Und da gehen wir jetzt mal hin. Und da ist er auch schon. Dann kann man tatsächlich, anders als mit Teammates, zwei Schlüssel benutzen, um den Tresor zu öffnen. Kampflabor ist jetzt nicht repräsentativ. Kampflabor hat ja sowieso besseren Lootpool, ne, deutlich mehr Items und so weiter. Aber das, so kriegt man tatsächlich jetzt die neuen Tresore auf. Und ho! Oh, 1, 2, 3, 4, 5 Chests, 2 Loot Drop. Oh, nochmal ein Tresor, Munitionskisten, Splashies. Alles, was das Herz bedeckt. Ja, wie gesagt, God-Chest ist bei Kampflabor sowieso erhöhte Chance. Deswegen nicht ganz repräsentativ. Aber die Anzahl der Kisten und der Loot-Drops passt. Die kann man auf jeden Fall hinnehmen, ne? Hier haben wir nochmal die alte Prime. Schmeckt. Oh ja, eine Menge neuer Stuff. Also viele Änderungen, muss man sagen. Und wir kicken dann auch natürlich bald direkt mit Geburtstag und Halloween rein. Das ist ja erst noch der Start. So, was probieren wir als nächstes aus? Einmal den Taschenbunker. Einmal ein kleiner One-by-One. Keine krasse Taschenfestung, aber so ein kleines. So eine Zwischenstufe, ne? Hier kann man sich nur mal kurz verstecken. Hier gibt es sogar Türen, zwei Stück. Oha, das ist echt cool. Und dann kannst du hier dann nochmal kurz battlen. Das ist die neue Chrome AR. Salve, genau die gleichen Features wie die Shotgun. Desto mehr Schaden ihr macht, desto mehr macht es an Damage. Also gut, ne? Ich guck mal, ob ich das irgendwie an Schweinen ausprobieren kann. Da ist nochmal so eine Chromtruhe, ne? Die gibt's ja anscheinend ab und zu mal. Sehr nice. Gefällt mir bisher tatsächlich sehr gut von den neuen Mechanics, ne? Wirkt auf jeden Fall wieder ein bisschen frischer. Auch die Waffen und so weiter. Aber auch die ganze Blob-Mechanik finde ich auf jeden Fall mega nice. Den kann man hier so schmeißen. Und dann verwandelt das entweder Gegner oder einen selber in einen Chrome-Blob und dann kann man das tatsächlich dann für Mobility nutzen, ne? Ja, das kann man für Mobility nutzen. Das Tempo ist auch echt hoch, muss man sagen, ne? Zack, dann kommt man da raus. Zack. Oh ja, okay. Tiere gehen auch, ne? Ihr seht es, der Balken unten rechts füllt sich jetzt neben dem HUD. Ich guck mal, ob ich noch weitere Tiere finde. Seht ihr, was ich sehe da hinten? Diesen Anblick habe ich schon lange nicht gesehen. Alle Chapter 2 und Chapter 3 Spieler. Das, was ihr da hinten seht, ist der komplett overhypedeste Ort, den ich je gekannt habe. Damals in Chapter 1 war das die größte Todesfalle, in die du dich bewegen konntest, weil du nicht im Wasser schwimmen konntest. Gab es damals nicht. Du warst arschlangsam und wurdest komplett gesniped aus Tilted, aus Anarchy, aus allen Richtungen. Es war die größte Todesfalle, aber die Leute tun so, als ob es der schönste Ort wäre, an dem sie ihrem Leben verbracht hat. Vielleicht haben dort die Leute ihren ersten Kuss bekommen, ich weiß es nicht, aber Loot Lake ist back. Und jetzt ist es natürlich besser. Keine Frage, jetzt in Chapter 3, dadurch, dass wir Schwimmmechanics haben, ist es keine Todesfalle mehr. Umso schöner, weil optisch ist der Ort tatsächlich mega schön, auch mit den neuen Bäumen und so weiter. Das passt sich mega gut, das Ganze hier rein in diese Map, finde ich. Und durch die Schwimmmechanics und so weiter, ist der Ort auch jetzt bei weitem nicht so schlimm, finde ich. Genauso schön, wie an dem Tag, an dem ich es verloren habe. Yay! Guten Tag. Alter, imagine, Alter, du bist gerade hier am Schitten und auf einmal kommt ein Bunker und durch die Tür kommt einer. Guten Tag. Schon über unseren Retter für das Fundament gesprochen. Okay, krasse Überraschung. Sehr schöne, positive Überraschung, finde ich. Finde ich cool. So, aber ich will auch die Waffe ein bisschen upgraden, um euch mal die Mechanik zu zeigen. Flobby. Flobby ist einfach unzerstörbar. Seit Chapter 2 immer in jeder Season drin, ne? Alter, hat die eine Schussrate. Junge, hat die eine Schussrate. Upgrade. Die ist jetzt blau geworden. Oha, Junge, muss ich viel Damage von Blau auf Lila machen. Okay, um von Blau auf Lila zu upgraden, ist absolut schwer. Der Damage, den du dabei machen musst, ist insane.
So, haben wir einen ganzen Hai gekillt und nicht mal ansatzweise, noch nicht mal eine Hälfte zu episch geworden. Also auf episch zu kommen ist schwierig, aber guckt euch mal den Look der Waffe an, ne? Wie das Stil sich geändert hat, weil die jetzt blaue Seltenheitsstufe hat, ne? Das Chrom ist quasi nochmal ein bisschen stärker rübergegangen, als das noch bei der grünen Seltenheit war. Cooler Effekt, optisch auf jeden Fall am Start. Bei Tilted wird gerade das Meme-Gebäude hochgehoben tatsächlich. Ja, Tilted wird gerade das Meme-Gebäude komplett verlagert. Dort haben wir auch unsere Shadow-Handler. Unser Franz Ferdinand. Die sieben sind auch jetzt noch dabei. Fred, Frederik, alle sind versammelt anscheinend. Und das Meme-Gebäude wird jetzt tatsächlich komplett hochgehoben. Sehr nice. Zack. Ja, sieht cool aus, ne? Bin mal gespannt, was sie mit dem Meme-Gebäude machen. Und ob sich das Chrom natürlich im Laufe der Season verbreitet. Aber kann sein, dass das noch dauert. Ein paar neue Tiere, beziehungsweise alte Tiere sind wieder da. Pock, pock. Pock, 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 pock. Pock, pock. So, was haben wir noch? Bei Rave Cave haben wir ein Zeppelin jetzt wieder. Der Zeppelin der I.O. ist wiedergekommen, wurde wieder reingepatcht sozusagen. Und dann natürlich noch die größten Map-Änderungen bei Reality Tree. Ne, die ganze Gegend ist jetzt ausgetrocknet, verdorben. Der Realitätenbaum ist zusammengefallen. Kein Boost-Effekt mehr, auch wenn er noch steht. Auch wenn der Zero Point tatsächlich immer noch Energie ausgibt, ist der Baum ein bisschen vertrocknet, würde ich sagen. Ne, Realitätenbaum von der Nähe. Guckt euch an, wie der aussieht. Aber wisst ihr, das ist noch nicht mal das Krasseste. Wir haben jetzt neue Waffen, neue Items, ne, die mega cool aussehen. Ein Blobby macht oder wie auch immer. Blum, ne? Kannst du alles machen. Das ist alles schön und gut. Neue Evo-Waffen. Wahrscheinlich haben wir auch noch weitere ARs und so weiter mit einem Scope oben drauf. Die habe ich noch nicht gefunden. Aber das Coolste überhaupt in dieser Season, wenn ihr mich fragt, ist dieser Riss im Himmel. Kein Taschenriss, der jemand benutzt hat. Ich bin allein in der Lobby. Wir haben einen Riss am Himmel. Und das könnte natürlich der Auftakt für ein schönes Live-Event sein. Könnte auch natürlich ewig dauern, bis sich dort was bewegt. Aber vielleicht ja bis zu Ende von Season 4, das am 4. Dezember ist, wo dann natürlich das Event stattfindet. Und dort werden wir natürlich auch einen großen Stream machen, wie ihr hier an dieser Tabelle seht. Und wir werden natürlich hier noch weitere Geheimnisse rauspicken. Das ist erstmal so der erste Eindruck. Sieht gut aus. Gefällt mir. Wieder frisch. Was sagt ihr dazu, YouTube? Schreibt runter in die Kommentare. Gerne einen Like-Button da lassen, um das Video zu supporten. Selbst wenn es euch nicht gefällt. Ja, wenn ihr sagt, nee, Battle Pass haut mich nicht so um oder sowas. Es würde mich trotzdem freuen mit dem Like-Button, Abo-Button und Glocke. Natürlich genauso, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und gebt mehr Flosse. Flop!